Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 18. September 2017? Mond bewegt sich im Grenzbereich, verlässt die Tierkreiszeichen Löwe und übergeht im Tierkreiszeichen Jungfrau. Die Jungfrau-Geborenen bewegen sie sich heute auch in diesem Grenzbereich. Dann, es wird etwas da sein, was die Jungfrau-Geborenen begeistert und sie befestigen das auch. Die Jungfrau-Geborenen sollen auf den Gesprächen achten, weil es sind Täuschungen und Enttäuschungen möglich und hier sollen die Jungfrau-Geborenen Mut und Kraft zeigen, ihre Meinung laut vertreten. Sie haben zwei Möglichkeiten, entweder setzen sie sich durch oder sind sie eher zurückhaltend und verhalten sich ganz elegant mit Gelassenheit und sagen nichts dazu. Die Jungfrau-Geborenen sollen hinter den Kulissen schauen, die Geheimnisse auch mal erkennen oder die Zusammenhänge. Ein gewisser Rückzug ist spürbar, aber das gibt Kraft für die Jungfrau-Geborenen und die kommenden Tage kommt etwas in die Bewegung und die Jungfrau-Geborenen bringen etwas ins Tageslicht. Also es ist ein Aufstieg, ist bei Jungfrau-Geborenen sichtbar. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen haben Möglichkeiten, Chancen für eine Veränderung. Aber sie haben Angst davon. Und diese Angst sollte man überwinden. Und wenn das gelingt, haben die Wagengeborenen Glück. Wo noch Glück haben die Wagengeborenen, das ist die Liebe und Partnerschaft. Und sie sollen auf dem Geld achten, besonders wo sie investieren oder wo geben sie Geld aus. Und es soll im Gleichgewicht sein. Das kann auch natürlich bedeuten, wenn Sie das bewusst wahrnehmen und um die Finanzen kümmern oder gut investieren und etwas gut kaufen, dass Sie finanzielle Glück haben. Sind auch Gewinnchancen gerade bei den Wagengeborenen. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen ist etwas ruhiger momentan, kommt auch etwas in Form. Sie sollen etwas kritisch noch beobachten und eher die Beobachter sein als jetzt die Aktivere. Und sie sollen auch um die Werte kümmern und die Finanzen in Ordnung bringen. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen klärt sich etwas auf. Es verbessert sich etwas bei den Schützengeborenen und kommt auch eine Vorwärtsbewegung. Aber heute fühlen sie sich ein bisschen eingeschränkt oder nervös. Ein bisschen Geduld noch. In den kommenden Tagen kommt mehr Bewegung und kommt mehr Leichtigkeit. Wo sich die Schützengeborenen ihr Glück finden, das ist die vertraute Umgebung. Oder eine Einladung, oder jemand besuchen, oder ein kleiner Ausflug, das in den Bereich, wo sich die Schützengeborenen gut erholen können. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen brauchen Sicherheit, Stabilität, auch zu Hause oder ein Zuhause gründen. Aber sie haben eine Aufgabe, ihren Liebesleben in Ordnung zu bringen. Und da etwas verändern, entweder in bestehenden Partnerschaft etwas aufgeben und auf anderen zuzugehen, dass das glücklich verläuft, oder bei einer oder anderen Fälle ist es vielleicht besser, das zu beenden, weil da gibt es Chancen für etwas Neues. Und das ist gerade dieser Hin und Her und diese Unklarheiten, Unsicherheiten im Liebesleben bei den Schützengeborenen. Bei Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen ist viel unklar, fühlen sie sich auch diese Unsicherheit. Ein bisschen Geduld, noch in die kommenden Tagen kommt mehr Leichtigkeit. Die Wassermann-Geborenen sollen den Tag genießen, weil das gibt Kraft.
aber umsonst eher zurückhalten und vor allem ihre tolle Idee nicht andere verraten. Weil andere profitieren davon und die Wassermanngeborenen fühlen sie sich ausgenützt. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen sollen auch auf dem Gesprächen achten, so ähnlich wie bei Jungfraugeborenen. Es sind Enttäuschungen und Täuschungen möglich. Also nicht alles glauben, was man hört. Und die Fischengeborenen sollen also in diesbezüglich kritisch etwas beobachten, gerade die Informationen, was sie hören, und sie sollen auch emotional im Gleichgewicht bleiben, die innere Ruhe bewahren. Es ist möglich heute, dass die Fischengeborenen eine Nachricht erhalten und es macht wütend, oder jemand kommt mit einer lauten Stimme und es bringt die Fischengeborenen aus dem Gleichgewicht, aber sie sollen die Ruhe bewahren. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen haben Möglichkeiten und Chancen, aber nicht stürmisch handeln, sondern etwas noch überprüfen. Es sind noch Unklarheiten da oder noch Hindernisse, was man noch aufräumen soll. Aber trotzdem ist diese Möglichkeiten, was die Wiedergeborenen erleben, bringt natürlich Glück, aber keine schnellen Entscheidungen, weil etwas sollte man noch überprüfen. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist eine Bestätigung da oder sie bekommen Anerkennung. Es ist viel ruhiger und beständiger, gerade bei den Stiergeborenen. Es ist eine gute Nachricht zum Erwarten und mit klugen Entscheidungen können die Stiergeborenen gerade gut investieren und Gewinn machen. Aber sie dürfen nicht hoffen, dass sie irgendwelche Glücksfälle erleben, sondern durch ihre klugen Handlungen und kluge Entscheidungen wird dieser Gewinn kommen. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen erwartet eine Reise. Das kann auch eine innere Reise sein. Heute sind noch Einschränkungen da oder Hindernisse. Ein bisschen Geduld noch. In den kommenden Tagen kommt mehr Leichtigkeit, fühlt sich den Tag besser an. Wo die Zwillingsgeborenen aber Glück haben, das ist die Liebe, Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen kommt Sicherheit, Stabilität und beruflichen Erfolg. Etwas ist im Fluss und es kommt auch etwas in Form. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist wichtiges Thema Liebe, Partnerschaft, aber jetzt verläuft alles ganz ruhig und solid. Wo sie Glück haben, das sind die Finanzen und sie können etwas gewinnen. Diese kosmische Energie beeinflusst unseren Alltag. Es ändert sich auch jeden Tag und das wiederholt sich auch nie wieder. Jeder Tierkreiszeichen erlebt das anderes. Aber es ist immer noch nicht individuell, sondern das kann man auch maßgeschneidert beschreiben. Ein bestimmter Tag oder ein bestimmter Termin. Und dabei kann ich Ihnen helfen. Unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten zu meinem Managementbüro. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.